Hallo Freunde. Dieser obdachlose Kater streifte durch die Straßen und sammelte Essensreste, während er alle Passanten mit einem traurigen Blick anschaute. In seinen traurigen Augen konnte man sehen, wie sehr er einfache Pflege und Liebe brauchte. Sein Hals war von seltsamen Verletzungen bedeckt und sein Fell fehlte an einigen Stellen und stand in verschiedene Richtungen ab. Als die Leute ihn sahen, beschlossen sie sofort zu helfen. So kam der 5-jährige Kater, der den Namen Tagli erhielt, in einem örtlichen Tierheim unter. Die Realität des Lebens auf der Straße machte die Katze etwas aggressiv und ängstlich. Doch hinter ihrem misstrauischen Blick verbarg sich ein gutes Wesen, das einfach nur Liebe brauchte. Als die Katze sich etwas erholt hatte und sich an Menschen gewöhnt hatte, begann man nach einem Zuhause für sie zu suchen. Die Mitarbeiter des Tierheims befürchteten, dass es lange dauern würde, eine Familie für die traurige Katze zu finden, aber alles ging viel schneller. Nachdem eine Frau Fotos von Tagli im Internet gesehen hatte, schrieb sie sofort an das Tierheim. So fand die Katze ihr Zuhause. Zuerst war sie besorgt und ängstlich in ihrer neuen Umgebung, aber ihre neuen Besitzer taten alles, damit sie sich schnell eingewöhnte. Es brauchte nur Zeit. Die Zeit verging und heute sind bereits 6 Monate vergangen, seit die Katze ein Zuhause gefunden hat. Jetzt ist Tagli ganz anders, lebensfroh, liebevoll und überhaupt nicht mehr traurig. Ihr Fell ist nachgewachsen, sie hat zugenommen und ist sehr gesellig und liebevoll geworden. Sie verbringt gerne Zeit mit ihren Besitzern und sie lieben sie von ganzem Herzen. Vielen Dank für die Rettung. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bewerten Sie es bitte mit einem Daumen nach oben und hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.